Hallo und willkommen Ja, zurück weiß ich bei nicht, Let's ich mag Play niemanden Gothic Schwert 2, und wo wir mal wieder im Piratenlager sind, tut mir leid. Und jetzt mit jede Menge Leuten zu weiß reden, hab gar zum Beispiel nicht mit mehr, wem Garrett, weil man wir haben seinen glauben Kompass soll. gefunden. Ey, Garrett. Übrigens. Hier ist dein Kompass. Ja, Ganz das deiner ist Meinung. er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Das habe Finger ich noch gar kriegen. nicht gewusst. Hier, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Jo, danke. Wie sieht's denn aus? Hast Ganz du noch deiner was? Meinung. Zeig mir deine Ware. So, du hast keinen Grog oder sowas? Nee. Na gut. Das habe ich Weiß, noch Skip gar sucht nicht immer noch nach gewusst. jede Menge Grog. Ich könnte ein bisschen was bei ihm verkaufen eigentlich, aber ich kann es auch später machen, weil ich muss ja Ist gerade doch eh alles nichts nur besonders Gerede. Großes investieren, deswegen würde ich mal sagen, ich lasse es. Danke. So, hatte ich noch was für Brandon? Nee. Ist das Neues? Gibt's was Neues? Warte mal. Nee. Na gut, dann war hier nichts, glaube ich. Für Skip suchen wir immer noch rum, aber ich glaube, wir haben nicht so viel rum. Wir haben jetzt Grog haben wir 8 und rum haben wir Erzähl mir 9. doch nichts Neues. Oh, wir haben ein Stärke-Elixier und ein Mana-Elixier. Man möchte das Mana-Elixier noch nicht getrunken. Joa, Und dann selbst noch ist er da nicht ab drauf runter gekommen. damit. So, Stärke gebe ich mal noch auf. Von So, mir hat er dann keine können wir Angst. morgen seinen Ring zurückbringen, aber ich finde den Ring eigentlich gar nicht mal Wird er mich schlecht. zum Pflichterzieher? Schwierige Ja, soll Entscheidung. er wirklich Ach ja, wir haben bleiben? einen neuen Gürtel gekriegt, diesen Gürtel des Ich Schutzes. Der ist glaube ein gar nicht, bisschen dass besser als das. unser Milizgürtel. Der Milizgürtel war mit der Wenn er Milizrüstung das zusammen nicht besser, sieht, dann würde aber ihm auch weil er nicht dann noch so einen helfen. Bonus von 5 gebracht hat. Und glaube nicht, dass er sowas Aber kann. jetzt ist es das nicht mehr. Ich habe gerade den Das war doch schon Kraftgürtel vorher angezogen klar. wegen bisschen zusätzlichen Schaden, Keine aber Ahnung, sag du es mir. ich weiß nicht. Die 7 Schutz ist auch Ja, nicht mehr das so hätte viel, wenn wir ich vergleichen, was wir auch. sonst so haben. Wir haben 105, was macht da jetzt noch 7 mehr, right? Es gibt, so wie der Schaden berechnet wird, haben wir eh immer einen gewissen Mindestschaden, auch bei den kleinsten Dulli-Gegnern. Sicher, das würde vielleicht ein bisschen vor irgendwelchen großen Sachen schützen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme den Schutzgürtel mal trotzdem, aber Das ist doch alles nur überzeugt Gerede. ist es anders. So. Wird er mich zum Bin mir nicht sicher, ob ich Pflichterzieher morgen machen? seinen Ring schon wieder gebe. Ich finde ihn eigentlich ganz nett, deswegen behalte Ist ich ihn das erstmal. wirklich wahr? Aber wir reden mal mit Meinst Francis. du, ich würde das Wir haben ja was gefunden. Wäre das Übrigens, anders gemacht? ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Das Buch habe ich noch nie gesehen. Hättest du das nicht gewusst? Oder selbst wenn mir das Buch gehören würde, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Warte mal. Ich habe was anderes Ich gebe gehört. dir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Da drin sind eine Menge wertvolle Sachen. Aber du gibst mir das Buch und hältst die Schnauze, klar? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ja, ich hätte gerne eine Option gehabt. Nein, ich verprügel dich jetzt, du feige Sau. Aber, Das ist doch alles na nur gut, Gerede. anscheinend war das nicht drin und wir können auch nicht mehr mit ihm darüber reden. Alternativ hätten wir ihn noch gleich verprügeln können. Ich meine, das wäre auch eine Lösung gewesen. Ich hätte nicht diesen komplizierten Weg machen müssen, sondern hätte einfach sagen können, hier, ich hau dich jetzt kaputt. Also jetzt nicht kaputt, sondern ich hau dich einmal um. Und so besonders gut ist er auch nicht. Aber jetzt hat er uns den Schlüssel freiwillig gegeben. Deswegen gehen wir mal rein, so, und machen die Tür auch wieder zu. Düdüdü. So, was haben wir hier denn alles Hübsches? In Gregs Hütte. Ja. Da ist irgendwas im Maul von diesem Wolf. Ein Ring. Cool. Ich mit. Was haben wir hier? Ein Silberteller. Ja, ich glaube, ich nehme Greg jetzt mal so richtig aus. Der hat uns ja auch immer um seine Sachen betrogen und der ist ja sowieso nicht da, deswegen nehme ich das jetzt mal mit. So. Silber, jede Menge Silber hat er, Lederbeutel, noch mehr Lederbeutel, noch mehr Lederbeutel, Flaschenpost, oh. Apfeltabak, noch mehr Lederbeutel. Da ist eine Truhe, da ist ein Bett, ein Sextant, oh, nehme ich auch mal mit. Goldener Kerzenständer, was ist da los? Bisher war immer alles Silber. Seine Truhe mit Logbuch von Greg. Gold. Und was da ist, Grog? Nee, weiß warum. Was ist da los? Wo ist der Grog? Greg, bin enttäuscht. Hier ist noch eine Truhe. Ne? Was haben wir hier? Fisch, Gold
Was ist diese komische Rüstung? Ich wollte eigentlich diese Rüstung haben. Blöd. Ich wollte eigentlich die Banditenrüstung von ihm klauen, aber ich habe jetzt nirgendwo gesehen. Vielleicht muss ich mal in seinem Logbuch nachschauen. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Ja, ich mache das jetzt mal normal. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder in den See stechen können. Wir hätten wohl mal ein ernstes Wort mit dem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlauben dieses Arsch? Hat mich von seiner stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein speichellecker Bloodwyn werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Oh, Bloodwyn. Die alte Hütte. Der war schon früher immer gut im Geld eintreiben. Wenn er nicht beizahlt, werde ich die andere Seiten aufziehen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss rausfinden, was Raven hier will. Ich werde mich im Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager. Damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Ah! Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und rausfinden, was Raven vorhat. Okay, da muss man mit Bones reden. Wird, glaube ich, nicht einfach, ihm die Rüstung abzunehmen. Na gut, gehen wir mal. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich. Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet, mein Freund. Gearbeitet? So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Okay. Nachdem ich jetzt in seiner Hütte war, werde ich ihn nicht nach der Rüstung fragen, sondern, was kann ich denn für dich tun? Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Okay, aber... Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu tratschen. Okay. Und von welchen Viechern redest du? Weil ich war im Canyon und so ein bisschen habe ich das schon aufgeräumt. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Das kann ich verstehen. Dann werde ich mal aufbrechen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Ja. Wie bist du eigentlich hergekommen? Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Ja. Okay, jetzt haben wir eine fesche Piratenrüstung, aber was kann die eigentlich? 55. Naja, sie ist ein bisschen besser als die vom Ring des Wassers, zugegebenermaßen, aber ist schlechter als die schwere Milizrüstung und ist richtig schlechter als die Ritterrüstung. Deswegen werde ich bei meiner Ritterrüstung bleiben. Greg kann mir gestohlen bleiben mit seinem. Ich gehöre zu den Piraten. Ich bin immer noch Paladin von Innos. Er weiß so. Ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Reden wir mal über Angus und Hank. Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Mausetot. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ach, die armen Teufel. Tja, er hat auf die falschen hatte Leute ich auch gehört. Nicht anders erwartet. Du solltest die Sache Bill erzählen, falls du es nicht schon getan hast. Aber bring's ihm schonend bei. Ja, er ist noch jung. Ich werde es versuchen. Lass uns mal jagen gehen, Freundchen. Du sollst mir helfen. Worum geht's? Der Canyon wartet. Es kommt nimm bloß noch ein paar Jungs also mit. Der Canyon ist mordsgefährlich. Klar, das sind Orks. Komm mit. Komm mit. Kommt nur auf geht's. An. Also komm mir nicht so. So, Brandon, du machst doch immer große Fresse hier, dass du viel kannst. Helf mir mal. Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg. Wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein.
Das ist der Plan. Komm mit. Komm mit. Bin schon da. So. Ich schätze mal, die namenlosen Piraten kann ich nicht mitnehmen. Was mit Matt? Komm mit. Komm mit. Ich kann nicht weg, ja. Ich versuche gerade, mich entspannen. Freundchen. Von Greg. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? Zum Canyon. Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Da gibt's einen Haufen Viecher. Und Razor, die sind nicht ohne. Ich weiß. Kommst du jetzt? Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. Klar, komm einfach mit, Freundchen. So, was ist eigentlich Bill? Bist du Bill? Ja, es ist morgen. Mit morgen rede ich noch nicht. So. Francis. Francis darf jetzt Bretter sägen. Ja. Geschieht ihm recht. Bill. Hey. Wegen Angus und Hank. Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren diese verfluchten Banditen. Möglich. Diese verfluchten Mistkerle. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Tja. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Ja. Gut, also ich schätze, er macht gerade Pause, hat ja vorher immer die Bretter gesägt, deswegen können wir ihn wahrscheinlich nicht mitnehmen. Was denn hier mit Garrett? Komm bloß nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich beim Entertrupp mitmache. Warum was nicht? Was meinst du, was die anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hm? Wenn ich wiederkomme, habe ich nicht eine volle Kiste mehr in meiner Hütte. Ich bleibe hier und passe auf unsere Vorräte auf. Na gut, das sehe ich als Argument. Vielleicht kann ich Bones ja mal fragen. Bones? Lass uns zum Canyon gehen. Der Canyon wartet. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Na gut, aber er hat anscheinend die Banditenrüstung, von daher werden wir wahrscheinlich später nochmal mit ihm reden, aber irgendwie hat er im Moment den Auftrag. Ich schätze mal, du musst Wache halten, Henry, richtig? Hey, du. Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Werde ich. Alligator Jack steht da vorne noch rum. Vielleicht können wir Alligator Jack ja noch mitnehmen. Hey Jack, stehst hier gerade so rum und machst nichts? Hey. Wenn du nichts machst, kannst du auch... Lass uns jagen gehen. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Gut. Männer, wir gehen jetzt in den Canyon und wir werden den Canyon von Viechern säubern. Und Orks, wenn es sein muss. Stimmt eigentlich. Jetzt, wo ich mal so viele Leute bei mir habe, könnten wir eigentlich mal gut die Orks verprügeln. Wir sind ja immerhin 5 Leute. Das ist ganz schön dekadent eigentlich. Schauen wir mal. Na gut, das könnte interessant werden. Gut. Der Canyon wartet, Freunde. Huch. Wenn wir uns verlieren sollten, treffen wir uns hier am Wasserloch wieder. Lass uns weitergehen. Jo, Skip, hast du recht. Ist ein guter Treffpunkt. Gut, dann gehen wir weiter. So, haltet die Augen offen und haltet die Waffen bereit. Da vorne sind schon die ersten Razor. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ein Mist viel weniger. 4 Razor übrig, okay. Ich weiß nicht, gehen die alle von allein nach Hause, wenn die Razor besiegt sind? Vielleicht sollte ich dann die Razor erstmal in Frieden lassen. Da hinten ist zum Beispiel einer, der jetzt mir gerade nicht im Weg rumsteht. Ich werde den Razor da hinten einfach mal verschonen. Und gucken, ob ich mit denen vielleicht in die Nähe dieses Ork-Lagers gehen kann. Das wäre nämlich schon geil, so mit 5 Leuten das sauber zu machen. Na, komm schon. Das war's mit dir, du Mistvieh. Gut. Ich schätze, die Razor haben sowieso nichts, was ich mitnehmen könnte. So, ich speichere mal an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, wie viele Jungs aushalten. Ich meine, ein paar davon sind bestimmt ziemlich hart, zum Beispiel Alligator Jack. Aber
Sicher bin ich mir da nicht, wie viele die Jungs aushalten. So, da sind Orks. Lass uns die Orks fertig machen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Nee, nicht Brandon. Boah, sehr gut. Ey, awesome. Ich lenke die ab, pariere ein bisschen und die macht die kaputt. Das nenne ich doch mal Teamwork. Geil. Gute Arbeit. So, ich nehme die Ork-Axt mit. Und den Krieger nehme ich noch aus. Und die Ork-Axt nehme ich auch mit. Gut, dann versuchen wir mal, ob das weiter so gut klappt. Das gerade war ja super. Huch. Orks, ich hasse die Biester. Ja, dann lass uns doch das Lager ausnehmen. Da sind noch irgendwelche Viecher. Da ist wieder eins von diesen Scheiße. Entschuldigung. Juch. Nee, ich brauche euch schon noch. Ich wollte euch jetzt nicht entlassen hier. Wir wollten jetzt mal hier so richtig schön aufräumen, Freunde. Jetzt, wo wir schon mal alle hier sind. So, komm her, Freundchen. Ein Mistvieh weniger. Gut. Schauen wir mal, ob hier noch weitere Orks sind. Wir gehen, glaube ich, mal hier lang. Da sind auf jeden Fall noch Beißer und da links ist ein Ork-Schamane. Kriege ich irgendwie um die Ecke gezogen? Bin mir nicht sicher, jetzt kann gleich viel schief gehen. Ich glaube nicht, dass ich die vom Tor da kriege ohne die Schamanen. Hier, Orks. Orks haben kurze Orks. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja genau, komm zu mir, ich bin die Gefahr. Diese Jungs sind. Die Jungs können gar nichts. Oh, ich werde von Feuerbällen beschossen, ist nicht gut. Oh, 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 ich werde angegriffen. Jungs. Macht was. Do some damage. Ein Mistvieh weniger. Wow. Oh, Junge, Anführer. Hör auf. Ein Mistvieh weniger. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Geht's allen noch gut? Alle Leute stehen noch. Ich sehe das als gutes Zeichen. Eieiei, das war ja ganz schön knappe Kiste mit dem Anführer jetzt auch noch. Und da hinten ist noch ein Schamane. Ich schätze, ich muss auf jeden Fall irgendwelche Heiltränke zu mir nehmen, bevor wir uns auf den stürzen. Na gut. Hui. So, jetzt ein paar Extrakte. Gut. Das nehme ich mit. Das nehme ich. Ach, da habe ich schon. Beißer nehme ich auch noch aus. So. Ich mich gerne um diesen Schaman da hinten kümmern, Freunde. So, kommst du her? Komm, hier um die Ecke. Ja, trau dich ruhig näher ran. Ach, zieh deine Waffe. Schaffst du nicht, wa? Es tut mir leid. Es tut mir schrecklich leid. Ein Mistvieh weniger. Sehr schön. Gute Arbeit. Das war's mit dir, du. So, da vorne sind noch welche, sind noch mehr Orks. Ich nehme mal erstmal diesen Schamanen auseinander. Und den Krieger. So. Komm nur her. Ich hab Freunde dabei. Ein Mistvieh. Wunderbar. Weniger. So macht das richtig Spaß. Warum kann ich euch nicht immer anheuern? Wir machen zusammen die ganze Karte dem Erdboden gleich. Wir könnten sogar diese Belagerung bei dieser Burg im alten Minta könnten wir mal so richtig schön aufräumen. Das wäre doch cool. Aber
schätze nicht, dass ich die Jungs dazu bereden kann. Die haben jetzt nur gerade Befehle von Greg, dass sie mir helfen sollen, hier im Canyon aufzuräumen. Dass ich jetzt ein bisschen zweckentfremde, glaube ich. Aber ich nehme die Erfahrung gerne, deswegen machen wir das mal. So. Na, kommt her, Freunde. So, ich habe auch eine Rückenmassage hier. Danke. Ah, schon geil. So. Ich würde gerne den Ork noch ausnehmen. Also ihm sein Taschengeld klauen, das er wahrscheinlich für sein Brot aufgehoben hat. Die tragen ja nicht so besonders viel Gold immer mit sich rum. So, hier draußen war sonst nichts mehr. Es würde mich wundern, wenn die mir auch in diesen Tempel reinfolgen würden. Aber ich werde es vielleicht mal ausprobieren. Die Ork-Axt nehme ich auf jeden Fall noch mit. Die Spruchrollen. Kugeliger Fisch und Spruchrollen. Woher haben die denn kugeligen Fisch? Wargfell, Wargfell und noch ein Wargfell. Waren wir nicht mal vier? Ach, da steht noch einer. Gut. Ich mache mir nur Sorgen um euch, weil ihr seid so eine große Hilfe hier bei diesem Lager. Wolfsfell, 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 noch ein Wolfsfell. Ein goldener Kerzenständer und noch eine Truhe, die ich noch auch noch ausnehme. So, schön, Gold. Und was haben wir hier wohl? Fisch, noch jede Menge mehr Gold. Yay. Sehr schön. So, ich schätze, ihr wollt nicht in den Tempel mit mir reingehen. Probieren wir es mal. Was auch immer das hier ist. Irgendwie habe ich jetzt gesagt Tempel, aber ich habe ja keine Ahnung, was es ist. Obwohl, vielleicht ist es ja eins dieser Herrenhäuser, von dem Saturas erzählt, dass wir die Mato suchen sollen. Huch. Das ist weit genug. Wenn du unbedingt weitergehen willst, dann ohne uns. So. Entschuldigung. Okay, gut. Ihr hättet mir ja vorher mal eine Warnung geben können, so, ey, lass uns doch hier die Dinger jagen. Nicht da hinten hingehen. So. Okay. Weiß ich Bescheid. Gut, wir gehen nicht in dieses komische Gebäude. Das muss ich dann wohl alleine erforschen. Aber gut, ich meine, die waren schon eine ziemlich große Hilfe hier mit dem Auseinandernehmen dieses kleinen Ork-Stützpunktes. Deswegen will ich mich da absolut nicht beschweren. Das war schon ganz cool so. Will gar nicht wissen, wie viel Erfahrung mir das gebracht hat. Das waren schon so 10 Orks mit je 300 Erfahrungen oder sowas. Schon geil. So. Ein leichter Fisch. Aha. Woher diese Orks diese komischen Fische haben? Wir wissen ja noch, in Korinnes gab es ja so einen Diebesring gewissermaßen, die halt immer Sachen in Fischen versteckt haben. Ich schätze mal, diesen Fischen, die wir hier gerade gefunden haben, sind auch wieder irgendwelche Sachen drin versteckt, die ich bestimmt irgendwann mal gucken werde, was da genau drin ist. Aber wie die Orks oder die Leute, die hier abgelegt haben, da dran gekommen sind, das möchte ich gar nicht wissen. Oder woher die Idee haben, das zu machen. Huch, es regnet. Und es blitzt. Na gut, lass uns mal die Razor jagen gehen und dann zurück in die Stadt. Es wird auch gerade schon wieder dunkel. In die Stadt, sage ich gerade. Ins Lager. Hier ist noch ein Razor. Für Razor müssen wir eigentlich noch besiegen. Das war's. Zwei Razor übrig. Okay. Lass uns mal die restlichen... Oh Gott, wo ist meine Sprache schon wieder hin? Lass uns mal die restlichen Razor finden. Ich hole mal die Armbrust raus. Vielleicht hilft das beim Sehen der Viecher. Ich glaube, hier oben hatte ich noch einen irgendwo übrig gelassen, aber... Was hier mit der Höhle? Ist in der Höhle noch was? Nee. Uah. Nee, hier oben ist dieser Teleporter. Da waren keine Razor. Müssen wir vielleicht noch mal tiefer in den Canyon gehen. Hier oben ist anscheinend nichts. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt wieder überziehe, aber diese Jagd macht so viel Spaß. Deswegen gibt es jetzt Überlänge wegen dem vielen Gemetzel hier. So.
Hier oben vielleicht. Razors, traut euch raus. Ich will nur mit euch spielen. Meine Freunde möchten mitspielen. Zwei fehlen noch. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie kaputt ist, dadurch, dass ich vorher schon mal hier war. Ich meine, ich war hier vorher schon mal und habe da auch schon Razor umgebracht. Nicht, dass das jetzt nicht mehr erfüllbar ist, weil ich damals schon Razor umgebracht hatte. Ich hätte eigentlich gedacht, dann müssten jetzt noch neue dazukommen. Na gut, gehen wir mal durch diesen komischen Bogen, oder was das ist. Aber glaube ich nichts, hier waren wir schon, ne? Ja. Oh, dieses Schiedwetter. Gucken wir mal, was hinter diesem Bogen ist. Vielleicht finden wir da ja noch ein paar Razor. Gucken wir mal. Ah, da sind noch zwei. Cool. So, einer noch. Komm her, Freundchen. Kriegst auch was. Das ist Mistvieh weniger. Das war's mit dir, du Mistvieh. Sieht so aus, als ob wir alle Razor erwischt hätten. Wir können noch ein bisschen durch die Gegend ziehen, wenn du willst. Hauptsache, wir bleiben im Canyon. Klar. Gut, dann haben wir die Razor-Jagd haben wir quasi abgeschlossen. Hier hinten ist immer noch ein kleines Tal, das wir vielleicht in der nächsten Folge noch erforschen, aber wenn es jetzt schon wieder dunkel wird. Tut mir leid, aber ich glaube, in der nächsten Folge schauen wir uns nochmal kurz hier hinten um, bevor wir dann mit den Jungs nach Hause gehen und eine Grillparty feiern oder sowas. Ich sag mal, es bleibt auf jeden Fall spannend und vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.